Papa, param, pam, pam. Papa, param, pam, pam. Krack. Also, wo ist das Schiff? Wie lange soll ich noch suchen? Endlich! Ich bin ein wunderbarer Papagei. Ich kann stundenlang fliegen, ohne Pause. Das kenne ich alles schon. Leicht zu sehen. Kein Jäger wird mich jemals fangen. Endlich habe ich dich gefunden. Sch, still! Mach nicht solchen Lärm, sonst hören sie uns. Wir brauchen dich. Nur du kannst uns helfen. Der fürchterliche, gemeine und grausame Jäger entführt wieder Tiere. Der Jäger ist umgeben von bösen Handlangern. Wenn du zu ihm willst, musst du die zuerst erledigen. Papagei, siehst du nicht, dass ich auch Hilfe brauche? Muss mal überlegen. Hey, wo gehst du hin? Es geschafft! Ich bin einfach großartig! Das Boot wird bald anlegen! Benutze die Richtungstasten, um dich zu bewegen. Drücke die Aktionstaste, um zu springen. Die Geldmünzen zeigen dir den Weg. Bis bald! Wir kommen herzlichst und hallo zu einer neuen Folge Gaming Forest. Heute ist die Kategorie Games dran und ich werde euch ein Gameplay-Video zu Cow the Kangaroo Round 2 präsentieren. Nachdem man sich das Intro angesehen hat, darf man sich gleich auf den Weg zum Biberwald begeben. Der Biberwald ist so eine Art Tutorial, in dem einem erstmal die Steuerung erklärt wird. Hier können wir sehen, dass es auch verschiedene Fahrzeuge gibt, mit denen man sich fortbewegen kann. Hier haben wir zum Beispiel ein Fass. Am Ende dieses Flusses erwartet uns eine kleine Biene, die immer einen nützlichen Tipp auf Lager hat. Hallo Cow, du hast mich gefunden. Ich bleibe eine Weile bei dir, denn ich kann dir vielleicht noch helfen. Wir haben bereits das Nüsse werfen gelernt. Mit Hilfe dieser Technik können wir zum Beispiel einen Baum umstoßen, um diesen als Brücke zu verwenden. Da wir ja bekanntlich ein Känguru sind, können wir unsere langen Ohren auch dazu verwenden, um uns an einem Netz entlang zu hangeln. Sehr praktisch. Und hier ist auch schon ein Gegner, eine Biene. Ein kräftiger Schlag in den Hintern und das Viech ist tot. Hier folgt nun eine kleine Sprungpassage. Die ist nicht sonderlich schwer, aber das verwundert bei diesem Titel auch nicht, denn schließlich ist er ja fürs junge Publikum gemacht. Hier haben wir nun die Aufgabe, die kleinen Baby-Dachse auf dem Rücken von Mutter-Dachs in die Dachsmaue zu locken. Oder besser gesagt zu treiben. Diese Aufgabe ist schwieriger, als sie aussieht. Diese kleinen Dachse sind nämlich ziemlich frech. Die wollen einfach nicht in ihren Bau. Oh nein, ein riesiger, gefräßiger Bär. Was macht man da am besten? Natürlich, davon hupsen.
Nur irgendwie komisch, dass sich auf solch einem Fluchtweg immer tausende von Löchern im Boden befinden müssen. Juhu, wir haben Boomerangs gefunden. Mit Hilfe dieser Werkzeuge können wir diese Ranken dort vorne abschießen. So können sie uns nicht weiter belästigen. Ups, das war wohl ein Platz ins Wasser. Erinnert ihr euch noch an die Nüsse? Mit Hilfe dieser Nüsse können wir nun Nüsse vom Baum schießen. Die abgeschossenen Nüsse dienen uns dann als eine Art Brücke. So können wir sicher über das Wasser kommen, ohne zu ertrinken. Jetzt haben wir schon mit einer etwas schwierigeren Situation zu tun. Diese Bretter, die da über der Lava schweben, die drehen sich, bewegen sich ganz unverhofft, sodass man schon mal mit seinem Popo in die Lava plumpst. Hier haben wir ein TNT-Dynamit, das uns gleich den Weg zur Freiheit sprengen wird. Wir hüpfen auf Bretter und diese fangen an zu brennen. Die Logik von dieser Geschichte sei mal dahingestellt, aber das Gameplay ist hier so ähnlich oder fast genauso wie bei der Flucht vom Bären. Man sammelt diese Sprungfedern ein und kann somit durch die Gegend hopsen. Das ist nun einer meiner Lieblingsabschnitte im Spiel, das Snowboard-Level. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit seinem Snowboard hier diese Kristalle über den Haufen zu fahren, die Geldmünzen einzusammeln und und um einen Traktor zu jagen? Dieser Schneetraktor macht hier ein paar komische Eiszapfen in den Boden. Sehr interessant. Naja, wie auch immer, man kann einfach ganz normal drüber springen oder auch diese Rampen hier benutzen. Das macht auch ziemlich viel Spaß, denn man kann nicht so einfach hinunterfallen. Naja gut, jetzt falle ich aber hinunter. Ein paar abschließende Worte. Ich habe das Spiel in meiner Kindheit sehr gerne gezockt. Damals war es auch noch meiner Altersklasse entsprechend. Naja, was soll's. Es macht auf jeden Fall einen Heidenspaß und ich kann es euch nur mal empfehlen. Das Spiel gibt es für den PC, die PlayStation 2, den GameCube und die Xbox. Ich hoffe, euch hat mein kleines Gameplay-Video zu Cow the Kangaroo Round 2 gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, und wir sehen uns bei der nächsten Folge Gaming Forest.